Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami in der HD-Version. Unsere liebe Amaterasu hat sich hier schon ein wenig hingelegt. Wir haben im letzten Part haben wir das Dorf aus dem Pfirsich befreit und haben hier ein paar Dämonen getötet oder Monster oder was auch immer das sein sollen. Ich denke mal, es sind sowas ähnliches wie Dämonen, weil wir es hier mit Gottheiten zu tun haben. Und haben hier die Gegend zurück ihren Glanz gebracht. So, wir werden jetzt mal weitermachen. Erhalten! Futtersack, in Klammern Samen. Leckere Samen, geeignet für samenfressende Tiere. Warum, du kleiner Teufel? Sieh nur das leckere Fressen, das du gefunden hast. Hey, warte! Das ist Tierfutter! Wir sollten es aufheben, um es Tieren zu geben. Benutze es, wenn du später irgendwelchen Tieren begegnest. Irgendetwas Gutes wird schon dabei rauskommen, wenn wir es so einsetzen. Ich weiß, Götter sollten andere Wesen nicht so benutzen. Aber verdammt nochmal, mach einfach mal eine Ausnahme. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Da gibt es noch etwas, das ich dir erzählen wollte. Wann immer du die Objekte prüfen möchtest, die du erhalten hast, drücke einfach Start. Es müsste Start sein, um das Fächermenü zu öffnen. Wenn das Fächermenü geöffnet ist, kannst du die Gegenstände in deinem Besitz prüfen und einsetzen. Du kannst dort auch noch andere Dinge tun. Das Fächermenü ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Abenteuer. Dann gucken wir uns das einmal kurz an. Also, einige Objekte haben besondere Kräfte und Eigenschaften. Wir haben den Futtersack und Amaterasus Lieblingssnack. Ausrüstung. Wir haben Ausrüstung Heilige Vergeltung. Von Sakuya erhaltener Spiegel band das Böse mit heiliger Kraft. So, was haben wir noch? Wir haben 3324 Yen. Was haben wir hier? Solarenergie, Amaterasu Lebensenergie, Tintenfässer. Magen rettet Amaterasu vor dem Tod, wenn er voll ist. Börse, Beutel für das Vermögen. Okay. Ah, und das sind unsere Sonnenaufgang, Restauration, Kraftstreich. Das sind unsere, unsere Pinselstriche, die wir bis jetzt gelernt haben. Wir haben insgesamt 13 und wir kennen jetzt schon 3. Also 10 fehlen uns noch. Also wichtige Informationen für deine Reise werden hier festgelegt. Wir gucken da mal rein. Nützliche Informationen, die du aufgeschnappt hast. Ich habe noch gar nichts. Reiseführer. Reisetipps. Es gibt wenige Orte auf dieser Welt, wo ich noch nicht war. Meine Reisen vermittelten mir ein großes Wissen. Ich habe mein Wissen auf einigen Schriftrollen verewigt. Drücke X, um Dinge zu rammen. Beim Rammen kannst du mit dem linken Stick sprinten. Über Hindernisse kann man mit A springen. A fest drücken, um höher zu springen. Bei Kontakt A drücken, um einen Mauersprung zu machen. Sprinten und Mauerspringen wird sich als nützlich erweisen. Für den Erfolg musst du immer deiner Umgebung bewusst sein. Mit dem rechten Stick wird der Kamerawinkel geändert. Drücke linken Maus... Nein, linken Button, nicht Maus. Drücke linken Button, um die Höhe der Kamera zu ändern. Bei gedrückt gehaltener linker Schultertaste wird die Karte angezeigt. Einige Gebiete kann man nicht betreten, bis man eine Karte hat. Die vorhergehenden Tipps sollten sich als nützlich erweisen. Das richtige Wissen ist die Basis des richtigen Handelns. Das ist die Wahrheit von jedem Abenteuer. Wow, das ist schön. Was haben wir noch? Bestiarium. Oh, ich liebe sowas. Grobe, affenähnliche Kreatur, die Menschen ärgert und triezt. Ob sie nun die lokale Bevölkerung terrorisieren oder den Ausbruch von Krankheiten verursachen. Diese Unruhestifter sind der Schrecken der Menschheit. Man sagt, sie verstecken sich an dunklen Orten und sie werden als Flötenspieler dargestellt. Oh, cool, dass hier alles voll drin steht. Das ist voll geil. Was haben wir noch? Das wird noch freigestaltet. Dorf Kamiki. Okay. Oh, wir können da reinzoomen. Warte mal kurz. A ist das.
Nippon. Ah, das ist die komplette Karte. Wir haben jetzt hier das Dorf Kamiki. Dann können wir rauszoomen. Das ist Ost-Nippon. Dann haben wir Nippon. Nippon. Ich mag Nippon. Okay. Okay, ja, das hat uns doch jetzt schon ziemlich weitergebracht. Sorry, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit vergeudet haben, aber ich finde es auch... Erhalten, Geist der Kugel S. Greifbar gemachter Glaube, gibt wenig Solarenergie. Ah, okay. Ich finde es immer auch ganz wichtig, dass man sich sowas halt wie das Inventar oder sowas halt mal zusammen anschaut. Ach, guck mal, die Vögel! Oh mein Gott! Nein, nicht wegfliegen! Oh, ist das süß! Oh mein Gott, guck mal! Oh. Kann sie füttern? Ich will das mal machen. Komm mal runter wieder. Genau so. Und okay. Benutzen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber es sieht wunderschön aus. Alter. Und jetzt? Kriege ich was dafür? Kann nichts machen. Kann hier nichts machen. Wir sehen uns jetzt dem Vogel dabei zu, wie er die Samen pickt. Ah, okay. Oh, sie lieben mich. Guckt euch das an. Sie haben jetzt keine Angst mehr vor mir. Und ich habe irgendwas gekriegt. 25 plus. Oh, ist das Spiel geil. Oh, ist das Spiel geil. Was ist denn hier passiert? Hallo, guter Mann. Oh, das ist Mandarine. Oh, großer Shiranui. Ach nein. Oh, tut mir leid. Hi. Aufnehmen? Ich kann was aufnehmen? Was bedeutet das? Oh! Zuhören. Ah, ich fühle es. Ich spüre es. Verdorbene Bestien bevölkern diesen Ort. Konzentration! Sieh genau hin. Und da, gleich hinter dir. Oh, oh, wow. Ich box euch alle weg. So, der ist noch da. Jetzt nicht mehr. Alles einsammeln. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. 820 Yen verdient. Nice. Ich weiß noch gar nicht, Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit. Aber ich sah es. Der Kampf hat genau 22 Sekunden gedauert. Oh mein Gott, ich kann... Oh, okay. Okay, den haben wir voll aus dem Nichts geprügelt. Wir laufen einfach mal weiter ins Dorf und schauen, was da so abgeht. Also ich merke, dieses Spiel ist eher weniger mit Kämpfen verbunden. Obwohl, wir sind auch relativ am Anfang. Ich kann mich auch irren. Aber ich denke eher so, dass es halt so ein Erkundungsspiel, so mit Leuten reden, so ein bisschen entspannter. Also so denke ich das, aber das wird sich zeigen. Haus der Ältesten. Herr Mandarine lebt hier. Er ist recht prominent im Dorf. Dann gehen wir mal zu ihm. Hallo! Hallo, ich bin Amaterasu. Möchte bei dir wohnen. Nichts zu essen hier. Oh. Nichts zu essen hier. Ich klaue ihn seine Mandarinen. Ist das dein Ernst? Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff. So, dann gehen wir weiter. Ah, hier, guck mal. Hi.
Ich habe jetzt aber genug. Ich weiß nicht, ob das ein streunender Hund oder ein Monster oder was weiß ich war. Aber irgendjemand verwüstete immer mein Feld. Um zu wandern und Löcher mit Y zu buddeln. Das treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich dich dabei erwische. Wie du hier gräbst, dann fängst du dir aber eine. Oh, ich kann sogar langsam gehen. Guck mal. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich das Bedürfnis zu buddeln. Alter, die Musik ist geil. Wer wohnt hier? Zu Hause von Hayabusa, dem größten Lochgräber in Kamiki. Das ist die Handschrift von Mushi. Mushi? Mushi! Mushi, Mushi! Ein Huhn! Ich liebe es. Oh, ist das schön. Hallo! Nein, wenn dich seine Mama erwischt, wird sie dir ordentlich eins verpassen. Okay, dann gucken wir das nicht an. Sonst irgendwas? Nee. Okay, wieder raus. Oh, das ist ein richtig schönes Spiel, oder? So unaufgeregt, entspannend. Oh, ein Hund! Oh! Das ist so süß! Wo ist denn jetzt das Kind? Da ist das Kind. Hm? Ein weißer Wolf? Jetzt wird's aber ganz komisch. Sieht aus wie ein kleiner, schwacher Lümmel. Glaubst du, du könntest meinen Hund Hayabusa schlagen? Nun, was hältst du davon? Da gibt es dieses Feld, um das sich meine Mama kümmert. Siehst du? Nun, Hayabusa konnte 6 Rettiche am Stück ausgraben, während meine Mama ihn jagte und versuchte, ihm eine zu verpassen. Es gibt 10 Rettiche auf diesem Feld. Hayabusa ist fixiert darauf, alle 10 zu kriegen. Oh. Oh, die Sonne geht unter. Guckt euch das an. Es wird dunkel. Alter, ich träume hier voll. Geil. Okay, es gibt 10 Rettiche. Ohne mir eine zu verpassen, sagst du? Ein Rettich. Füllt den Magen. Dann laufen wir jetzt ein bisschen rum. Okay, ich habe noch keine Technik. Zwei. Ah, okay. Ich kann sie jetzt einfach ein bisschen rumlaufen lassen. So. Dann der nächste. 3. So. Jetzt mag sie schon nicht mehr. 4. Dann laufen wir wieder ein bisschen rum. Die Musik ist geil. Macht richtig Laune. So. So, dann haben wir jetzt den 5. Dann haben wir jetzt die Hälfte schon. So, immer mal gucken, wo die Frau ist. Oh, die hat gar kein Interesse mehr mit mir hier. Doch, jetzt hat sie wieder Interesse. Okay, wir haben jetzt 6 Rüben. 6 Rettiche. Oh. Sieben. Jetzt fehlen nur noch 3 Stück. So. Ja, mal hier gucken, wo sie ist. Ein bisschen mit der Kamera doof.
Tja, dein Hayabusa kann damit überhaupt nicht mit mir mithalten, Junge. Die Musik ist immer noch voll geil. So. Der 9. ist das jetzt. Oh. Aber wer kann schon mit einer Gottheit mithalten, ha? Niemand. So, und jetzt der letzte. Oh, sie läuft mir immer noch hinterher. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt müssen wir den... Gegeben, seltsamer Rettich. Errungenschaft. Was für ein Hundeleben, stand da, glaube ich. Hey, der seltsame Rettich, nach dem Hayabusa und ich gesucht hatten. Das bedeutet, du hast Hayabusas Rekord gebrochen und alle 10 Rettiche ausgegraben, verdammt nochmal. Gut, du bist der bessere Hund. Auf jeden Fall fühlt es sich gut an, ein neues Ziel gefunden zu haben. Oh, Hayabusa, es tut mir leid. Jetzt gehen wir hier mal hin. Oh. Es ist Nacht. Sind die jetzt alle ins Bett gegangen? Oh ja, die sind alle ins Bett gegangen. Alter, ist das cool. Okay, können wir jetzt die Nacht zum Tag machen? Weil nachts können wir hier mit den Dorfbewohnern gar nichts tun. Warte mal. Wir probieren das mal aus. Ja, guck mal. Ich habe gelernt. So ein bisschen zumindest. So, jetzt sind die wieder alle draußen. Sehr schön. Ich wollte hier mit der Dame beim Reisfeld, wollte ich reden. Nun, was für ein gut aussehender Wolf. Wie lautet dein Name? Meiner ist Kushi. Schön, dich kennenzulernen. Sakebrauerin Kushi. Du arbeitest wieder in den Feldern, nicht? Isun! Bist du mit dem Wolf zusammen? Hier wächst der Reis, aus dem ich meinen Sake braue, weißt du? Aber ich muss die Ernte ganz alleine einbringen. Das ist harte Arbeit. Vielleicht sollte ich auch dieses Jahr Susano bitten, mir zu helfen. Oh, hört euch bloß mein Geschwätz an. Ich kann einfach nicht aufhören. Können wir irgendwie helfen? Emmy, ich glaube, du hast hier eine neue Freundin gefunden. Du wirst viele Leute treffen, die so mit dir reden. Du solltest mit ihnen 2 oder sogar 3-mal reden. Weil du ein Gott bist und so, kannst du ein Dreieck über ihren Köpfen sehen, wenn du mit ihnen sprechen solltest. Das bedeutet, dass sie noch was zu sagen haben. Manchmal sind es sogar wichtige Informationen. Vielleicht murmeln sie nur zu sich selber, aber es lohnt sich zuzuhören. Oh, Entschuldigung. Susano ist ein Nachbar von mir. Er ist ein wenig ungewöhnlich, aber er läuft überall herum mit einem riesigen Schwert auf dem Rücken. Er übt immer damit. Man sagt, er sei ein direkter Nachfahre des legendären Helden Nagi. Und er liebt auch den Sake. Er kommt oft vorbei, um welchen zu kaufen. Sag ihm Hallo, wenn du Susano siehst. Ich denke, er könnte einen Freund gebrauchen. Er ist immer alleine. Oh. Kann hier nicht buddeln. Schade. Wuff, wuff. Schauen wir uns hier weiter um. Hier wird Wäsche gewaschen. Frau Mandarine. Ein weißer Wolf. Das ist aber ein seltener Anblick. Bist du aus den Bergen runtergekommen, um mit uns zu spielen? Nun, sei lieber vorsichtig. In letzter Zeit werden die Leute aus dem Dorf von einigen Monstern angegriffen.
Weißt du überhaupt, mit wem du da sprichst, Großmutter? Das hier ist die wiedergeborene Shiranui. Der Wolf und ich werden uns darum kümmern. Diese Monster sind Geschichte. Nun, wenn das mal nicht Isun ist und er reitet auf einem Wolf. Dieser ähnelt schon Shiranui, besonders die Nase. Naja, ich sollte mal lieber weiterarbeiten, Grummel. Bist du hier, um dir das Geschwätz einer alten Frau anzuhören? Nun, ich habe gerade Wäsche gewaschen, aber als ich sie trocknen wollte, bemerkte ich, dass meine Wäschestange weg ist. Ach, was soll ich nur tun? Wo ist bloß diese dumme Stange hin? Wie konnte so etwas Wichtiges wie die Stange so einfach verschwinden? Punkt, Punkt, Punkt. Sie vermisst etwas, das eigentlich da sein sollte, oder? Du solltest ihr aushelfen, Fellknäuel. Wo soll die denn stehen? Soll die hier stehen? Oh! Wie helfe ich ihr denn aus? Ich schaue später noch mal bei ihr vorbei. Hier war der Tempel. Meine Güte, er schnarcht wie ein Bär. Das ist das Zuhause des zweitklassigen Kriegers mittleren Alters Susano. Er erzählt überall rum, dass er ein Nachfahre von Nagi sei. Er ist berühmt für seine Abstammung, aber er ist zu unglaublich faul und durchgedreht, um der Nachfahre eines legendären Helden zu sein. Sag das nicht. Wir gehen ihn mal besuchen. Hallo! Arme Terasu, mein Name. Wo schläft er denn? Ich sehe ihn nicht. Einfach mal ins Loch springen. Fantastisch. Ich bin der Größte. Grunz. Schnarch, schnarch. Wenn ihn das nicht aufgeweckt hat, dann weckt ihn gar nichts auf. Lassen wir ihn einfach in Ruhe für den Moment und gucken mal, was wir sonst tun können. Okay. Achso, okay. Ich habe gedacht, ich muss jetzt rausspringen. So, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen irgendwas mit der Wäscheleine machen. Also mit der Wäschestange. Aber wo Wäschestange? Vielleicht hier? So? Ja! Perfekt! Eine neue Wäschestange? Ach du meine Güte, woher ist die denn gekommen? Die Götter müssen meine Gebete erhört haben. Wie wunderbar! Zeit, die Wäsche zu waschen. Zahlen bitte! Ja, guck mal. Und sie hängt. Nun, ich bin froh, die Wäsche aufhängen zu können. Aber die Sonne scheint in letzter Zeit immer so wenig, so weit weg. Was? Die Sonne scheint in letzter Zeit immer so weit weg zu sein. Vielleicht mag sie nicht die ganzen Monster, die hier lauern. Wenn sie doch nur näher wäre, dann wäre meine Wäsche sofort trocken. Näher? Ich kann sie hier hinmalen. Nee, kann ich nicht. Da so hin? So? Bei meiner Seele! Die Sonne steht auf einmal so nah. Meine Wäsche wird sehr schnell trocken sein. Erst meine Stange und jetzt das? Hören denn die Wunder gar nicht mehr auf? Vielleicht sollte ich ein paar Kirschkuchen als Opfergabe an die Sonne machen. Komm heute Nacht wieder, wenn du auch welchen möchtest, Schneeball.
Oh, niemand macht besseren Kirschkuchen als ich. Sie lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Oh, ich will Kirschkuchen. Hayabusa. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir jetzt als nächstes haben. Steht hier irgendwas? Wir schauen uns nochmal da hinten den Tempel an, oder was das ist. Den Schrein, glaube ich. Da auf der rechten Seite. Da, das Leuchtende. Oder ist das ein Speicherspiegel? Es ist ein Speicherspiegel. Okay, dann speichern wir einmal fix. Willst du speichern? Ja. Yay. So, der ist am Schnarchen. Da können wir gar nichts machen. Kann ich den kaputt hauen? Nee. Der ist aus Granit oder sowas. Ist das sein Schwert, mit dem er trainiert? Sieht ganz verrostet aus. Das hat bestimmt niemand mehr seit Jahren benutzt. Lass uns hier mal weiter. Ah, da steht noch jemand, mit dem ich reden kann. Er hat eine Tüte auf dem Kopf. Händler, hau ruck, hau ruck. Das ist seltsam. Mein Geist will wirklich diesen Felsen bewegen. Aber mein Körper kann einfach nicht. Meine Schultern sind wie Blei. Es ist wie verhext oder so etwas. Du bist neu. Hoi! Na, jetzt mache ich dir aber Messer, Junge. Wow. Okay, der hat ein bisschen mehr drauf. Aber sollte doch wohl machbar sein. Alles einsammeln. 1440 Yen gekriegt. Sehr schön. Ah, damit haben wir jetzt auch das, hier das freigespielt. Wir sind jetzt gar keine Monster mehr. Guck mal. Sehr schön. Du hast Glück erhalten. Wow, Emmy, du hast plötzlich angefangen zu leuchten. Das bedeutet, deine göttlichen Attribute können verbessert werden. Aufleveln. Nun, du siehst aber begeistert aus. Hier, ich werde dir zeigen, was ich gemeint habe. Lass uns mal einen Blick auf das Verbessern deiner göttlichen Attribute werfen. Ich werde das Fächermenü öffnen. Dort wirst du deine göttlichen Attribute sehen. Nutze das gesammelte Glück, um ein Attribut deiner Wahl zu verbessern. Okay, das ist dann unser Skillsystem. Ah, also wir können entweder Energie verbessern, wir können mehr Tinte aufbauen, wir können den Magen verbessern oder unsere Geldbörse, wo wir unser gesammeltes Geld haben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bauen das in Solarenergie, also in unser Leben. So funktioniert das. Okay, dann packen wir die restlichen hier. Okay, kann ich gar nicht. Als nächstes, wenn wir 50 haben, packen wir das in das Tintenfass. So, jetzt können wir also 4 Hits können wir aushalten. Sehe ich das richtig? Nun, fällt ja alles langsam wieder ein? Hä? Bemerkt man so eine kleine Verbesserung überhaupt? Ach komm schon, Fellknäuel. Das ist ein großer Schritt für die neue und verbesserte Amaterasu. Streng dich weiter voll an. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Wir sollten diesen Typen lieber überprüfen. Ja. Achso, den meinst du. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Nur leider hilft das gar nichts, um diesen Felsen zu bewegen.
Wer hat eigentlich den einzigen Weg hier heraus blockiert? So gibt es keine Möglichkeit, zurück in die Stadt zu gelangen. Sag mal, Welpe, dein Besitzer lebt hier im Dorf, oder? Dann kennst du also diesen Kerl Susano. Kannst du ihn vielleicht hierher bringen? Man sagt, er sei ein Nachfahre des legendären Nagi. Wenn irgendwer etwas tun kann, dann bestimmt er. Das ist seltsam. Dieser Felsen war vorher nicht hier. Kann ich den nicht einfach mit meinen Pinselstrichen wegholzen? Na gut, meine Freunde. Wir haben wieder ein... Oh, wir haben wieder einiges geschafft in dieser Folge. Ich denke einfach mal, wir lassen es für diesen Part einfach ruhen. Und schauen uns im nächsten Part an, was unser guter Susano hier zu melden hat. Ob wir den überhaupt aufgeweckt kriegen. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier bei meinem neuen Projekt dabei seid. Ja, genau. Leg dich hin, meine Liebe. Ach, ist das nicht schön? Also, ich bin begeistert bis jetzt von diesem Spiel. Ich hoffe, ihr seid es genauso und seid gespannt, wie es weitergeht. Allerdings, bis dahin. Ich heiße Whitey, sage ich erstmal. Knutsch, knutsch.